Könnt ihr mich jetzt hören? Jetzt schauen wir mal. Das ist immer so ein bisschen versetzt, deswegen warte ich ab. Warum tut das Programm mir das an? Das ist... Ja. Okay, jetzt ist Ton da. Sehr schön. Mein Programm, mit dem ich streame, mag mich manchmal nicht und ändert einfach irgendwelche Einstellungen und sagt, wir haben kein Mikro. Dabei haben wir eins. So, auf ein neues. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich riesig. Danke für euer Feedback im Chat, so dass ich schnell wusste, dass ich keinen Ton habe. Die liebe Gnomenhexe, meine netteste, beste der Welt Chat-Moderatorin, hatte mir das auch geschrieben. Ganz wunderbar, dass ihr alle da seid und dass ihr dran geblieben seid, obwohl wir mal wieder ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten. Hoffen wir, dass es bei diesen technischen Schwierigkeiten bleibt und der Rest des Livestreams heute Abend gut läuft. Das wäre doch super schön. Heute geht es ums Skadieren mit Handkarten. Wir machen Bets mit Handkarten. Darauf freue ich mich schon riesig. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Das Thema hatte ich ja ursprünglich vor ungefähr 3, 4 Wochen schon mal vorbereitet. Da hat es mit dem Livestream leider nicht geklappt. Heute klappt es. Heute machen wir Bets mit Handkarten. Richtig. Und darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich ganz besonders, weil ich liebe Handkarten. Ich kadiere total gerne mit Handkarten. Und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen oder die eine oder andere unter euch auch inspirieren könnte. Und häufig ist die Frage, dann, die ich bekomme, schnell zur Handkarte, naja gut, dann hat man immer nur diese kleinen Teile, die muss man dann alle aneinander setzen. Wer aber gerne mit richtigen Bats, Matten spinnt, dem sei heute hoffentlich geholfen, denn ich zeige euch zumindest meine Methode, um mit Handkarten tatsächlich Bats herzustellen. Ich beobachte natürlich auch so ein bisschen den Chat. Ich werde euch quasi erstmal zeigen, wie ich das mache. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen was vorbereitet. Ich habe auch vor 3 Wochen oder 4 Wochen schon ein ganzes Bett kadiert, das ich euch dann später zeige, weil wir kein ganzes Bett kadieren werden heute. Und sollte ich Fragen, wichtige Fragen verpassen, verzagt nicht, denn die liebe Gnomenhexe ist immer bemüht, das für mich festzuhalten, sodass ich da je nachdem später nochmal drauf eingehen kann. Ansonsten gerne natürlich so wichtige Fragen oder Rückfragen, vielleicht mehr so zum Ende hin, wenn ich das gezeigt habe, dann können wir noch mal so ein bisschen darüber sprechen. An sich ist es, glaube ich, schnell gezeigt, aber es ist besser gezeigt als beschrieben schriftlich. Und ich bekomme die Frage halt recht häufig und dann dachte ich mir, ich mache da mal ein Video drüber. Vor allem, weil ich das halt sehr cool finde. Hallo an alle, die noch dazugekommen sind. Ich glaube, in den letzten 3 Minuten ist es noch mal richtig voll geworden. Schön, dass ihr alle da seid. Genau. Wir kadieren heute Shetlandwolle, die ich eigentlich heute im Laufe des Tages nochmal ausschlagen wollte, weil die noch sehr staubig ist. Hier nochmal der Hinweis für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Auch gewaschene Wolle kann durchaus noch staubig und dreckig sein im Sinne von, da fällt noch eine Menge raus, weil sich solche Sachen wie die, das sieht man gar nicht, ne? Nicht rauswaschen lassen. Nee, man sieht es nicht. Okay, so, das heißt, ich werde nachher eine sehr dreckige Jeans haben. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil die ist eh schon dreckig, weil ich habe heute im Garten gearbeitet und ganz viel umgegraben. Und ich hoffe, meine Arme machen es noch mit zu kadieren heute Abend. Da habe ich so ein bisschen Zweifel. Mal schauen. Auf jeden Fall ist mir jetzt wärmer, als ich angefangen habe, aber auch weil jetzt der Kamin gerade so richtig in Fahrt kommt. So. Hat jemand schon mal mit doppeldeutigen Willkommen gearbeitet? Ich glaube, da hat die Autokorrektur dir gerade einen Streich gespielt. Kann das sein, Regina? So, und ich arbeite mit meinen Lieblingshandkarten.
Ich habe auch noch eine ganze Menge andere da. Wenn später Fragen zu Handkarten an sich aufkommen, gerne eher so zum Schluss. Ansonsten kann ich euch natürlich auch herzlich gerne auf die Videos über das Kardieren mit Handkarten an sich verweisen. Das heißt, das ist das, was ich benutze, die Shetlandwolle. Und was ich gerne verwende, um Beds zu machen, sind flache, schmale Kisten wie die hier. Das ist so eine 11-Liter-Box, glaube ich. Steht das sogar hier drauf? Ja, 11 Liter. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Die muss auch nicht so flach sein wie diese hier. Ich finde die super praktisch. Theoretisch könnt ihr im Bett auch komplett ohne eine Box machen. Ich finde es ein bisschen einfacher, auch weil das praktischer ist, das dann eine Zeit lang darin liegen zu lassen. Das heißt, die verwende ich. Wie gesagt, ich zeige euch auch gleich nachher das Bett, was ich vorbereitet habe. Genau, aber theoretisch könnt ihr das genauso gut ohne eine Box machen und die einzelnen Mini-Beds quasi einfach so auslegen. Ja, wie gesagt, mit den Grenzen finde ich das dann so ein bisschen schwieriger. Ich habe hier auch schon angefangen, vor 4 Wochen. Und ihr seht hier jetzt so einzelne Streifen schon mal einfach nur nebeneinander liegen. Die sind wirklich so, wie sie von den Handkarten kommen. Ich zeige euch auch gleich, wie ich die abnehme, damit sie schön so da drin liegen. Und wir werden da jetzt stapeln, aber wir werden immer versetzt stapeln, damit das Ganze ja, nicht zu viele Schnittkanten hat. Wenn ich jetzt einfach nur quasi hier so drüber stapeln würde, ja, dann hätte ich quasi 4 nebeneinander liegende Stapel schlichtweg. Und das wollen wir nicht, sondern wir schnappen uns unsere wunderbaren Handkarten und ich hole euch mal runter, damit ihr sehen könnt, was ich mache. Auch ich brauche euch gar nicht so viel weiter runterholen. Das sollte eigentlich reichen. Und ein bisschen Wolle. Yay! Und schon geht's los. Das Schöne am Kardieren ist, beim Kardieren kann man auch wunderbar in den Chat gucken. Das und lesen, was ihr so schreibt. So, während ich die Karte befülle, allerdings ein bisschen weniger gut. So, das darf erstmal so ein bisschen aussehen, als wäre zu viel drauf. Das legt sich ja gleich so ein bisschen. Kommt die zweite Karte. Und schön wirklich, ne? Auch hier sanft nur drüber. Nur drüber. Und dabei natürlich immer mal tatsächlich kann man gucken, ob es irgendwas gibt, was man aussortieren müsste. Und in dem Moment, in dem ich anfange, Kraft aufwenden zu wollen, wird gewechselt. Ich wechsle jetzt mal immer so, wie ich es Schülern zeige und gleich zeige ich euch, wie ich normalerweise weiter kadiere, weil ich eigentlich nicht die Karten dann tausche, sondern die aktive Karte von oben ist immer oben. Aber ihr seht auch, die Wolle ist eigentlich ziemlich gut schnell durchkadiert. So, normalerweise würde ich eben jetzt nicht tauschen, sondern die gleiche Bewegung machen, nur nicht quasi in einem Bogen nach oben weg, sondern in einem Bogen nach unten weg. Ja, das darf auch erstmal so ein bisschen kruschelig aussehen und dann. Also so, dass die aktive Karte nach unten wegkippt und die Fasern dann hier drauf landen. Jetzt kann ich nochmal die Richtung wechseln und das wieder nach oben machen. Und dann reicht das, glaube ich, auch schon. Na, mal gucken, vielleicht die untersten, die hier waren, nochmal so ein bisschen. Ich achte jetzt mal nicht so sehr auf Knötchen, weil sonst bekommen wir irgendwann ein Zeitproblem. So, jetzt würde ich Folgendes machen. Ich finde, das sieht fantastisch kadiert aus. Sehr sauber, sehr schön. Im Zweifelsfall sehe ich das auch, wenn ich es runterhole, dass es vielleicht noch mehr bräuchte. Hier fängt es schon an. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ich könnte jetzt schon auf meinen Beinen fegen. Und
auf die Frage gehe ich gleich nochmal ein. Da habe ich gerade eine im Chat gesehen. Jetzt fange ich an, dieses erste Bett hier runterzuholen. Und versuche das so runterzuholen, dass das schön locker auf dieser Kade liegt. Und nehme jetzt schon mal mein Kästchen. Und ich hau die immer gerne einfach direkt hier rein. Ja? Und wie gesagt, jetzt lege ich es halt so, dass es die anderen Fasern kreuzt. Und dann hole ich noch das zweite runter. Falls das Geräusch irgendwie unangenehm ist, mache ich das nächste Mal vielleicht nicht so nah am Mikro, aber nur, dass ihr das wisst. So, jetzt hängt das schön unten. Und theoretisch kann man das natürlich auch einfach mit den Händen abnehmen und auch hier reinlegen. Das hätte ich fast nochmal, die Seite hätte ich eigentlich fast noch ein bisschen besser durchkadieren können. Das wäre jetzt der Moment, in dem ich mir durchaus überlegen könnte, die Fasern einfach nochmal drauf zu tun und neue Fasern dazu zu tun, um die nochmal durchzukadieren. Ich lasse sie jetzt einfach mal drin. Ab. Und das sind jetzt die beiden Schichten, die ich jetzt noch dazugelegt habe. Wir legen jetzt noch ein paar dazu, weil es so schön ist. Ich muss mich hier mal so ein bisschen orientieren, wo ich was hinlege. Nadja fragt, ich habe einen leicht angefilzten Kammzug, macht es Sinn, den mit Handkarten zu kadieren, dass der wieder schön spinnbar wird? Ja, je nachdem muss man natürlich mit den Farben so ein bisschen gucken, dass man die vielleicht zuerst auseinandersortiert. Das Knötchen möchte ich nicht mithaben. Das heißt, wenn das ein mehrfarbiger Kammzug ist, dann vielleicht erstmal die Farben so ein bisschen auseinanderrupfen und sortieren und so. Und die werden sich je nachdem eben auch so ein bisschen verändern durchs Kadieren. Und das Rupfen macht eh Sinn, weil die Fasern sich dann leichter kadieren lassen. Ich glaube, das hatte Gnomenhexe auch gerade schon geschrieben. Aber da ist die andere Karte, wenn man so blind in der Gegend rumgreift. Aber das kann durchaus Sinn machen. Ne? Jetzt sagt Esther, ich finde Kadieren wahnsinnig anstrengend im Handgelenk. Mache ich was falsch oder ist es einfach die fehlende Übung? Vielleicht eine Mischung aus beidem. Du solltest hier gar nicht so viel Kraft aufwenden müssen und es kann halt Sinn machen, einfach versuchen, die Kaden so locker wie möglich zu halten und wirklich nur drüber zu gehen. Hier ist überhaupt gar keine Kraft und mein Handgelenk bewegt sich dabei auch gar nicht so viel. Was definitiv ein Punkt sein kann, ist, wie schwer die Kaden sind. Die Kaden hier zum Beispiel von Kromsky, die mag ich auch sehr gerne. Ich habe auch die feinen Kromsky-Kaden. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass die ziemlich schwer sind im Vergleich. Ich glaube, die wiegen gut 50 Gramm mehr als die von Ashford. Und das heißt, bei denen muss man noch mal eher aufpassen, dass man die locker hält und dass man so ein bisschen den Schwung der Karte in sich ausnutzt und nicht versucht, die zu sehr zu manipulieren. Wenn ich hier zu viel bewege, ist das durch das Gewicht der Karte schon so ein bisschen schwierig. Und auch noch ein wichtiger Punkt, nicht festhalten. Also nicht, mal gucken, ob man das sehen kann an meinen Knöcheln hier. Wenn ich die so halte, dann habe ich irgendwann Probleme im Unterarm und im Handgelenk. Ich halte die Kaden locker. Also im Prinzip muss es so sein, dass die wirklich einfach in den Fingern liegen. Ja? Dass da keine Kraft, siehst du? So. Kann man zwischendurch ja natürlich noch so ein paar Kadierfragen beantworten. Auch die untere Kade. Ich finde es am leichtesten, wenn man die auf dem Bein ablegt, weil man auch dann nicht dazu neigt, die zu fest zu halten. Im Prinzip sollte es so sein, dass man die wirklich easy halten kann. Und manchmal kann es vielleicht sogar helfen, die so ein bisschen so zu halten, dass die Bewegung noch einfacher wird. Also das kann bei manchen bedeuten, die zum Beispiel vielleicht sogar so ein bisschen mit dem Griff eher nach unten, dann kann man eher hoch. Oder vielleicht auch mit dem Griff nach oben, ja, so dass man da nicht in die Verlegenheit kommt, so viel Kraft aufzuwenden.
Und man kommt dann auch eher dahin, dass man davon weggeht, weil man ja nicht weiter nach unten kann. Ne? Nochmal die nochmal. Und dann die untere Lage nochmal. Da ist ja auch schlussendlich ist das Wechseln. Also ja, das macht, dass die Fasern im Prinzip durchkardiert werden. Die jetzt locker auflagen, die werden jetzt quasi kardiert und dann wechsle ich nach 4, 5 Mal und jetzt werden die kardiert, die oben auffliegen, indem sie rübergenommen werden. Ja, also niemals so kardieren. Ja, das bringt nichts. Also außer kaputte Handgelenke. So, das ist es schon. Eine andere Möglichkeit, wenn ihr die Bands nicht einzeln abnehmen wollt, so wie ich das gerade eben gemacht habe, ist folgende. Einmal die Fasern quasi fest auf die zum Beispiel aktive Kade, also einmal die Hälfte der Fasern rüber und dann die andere Hälfte auch noch abnehmen. Vielleicht hier ein bisschen lockerer, das heißt ein bisschen weniger feste drücken mit der Kade, die hochschiebt. Und jetzt liegt beides locker hier auf. Und jetzt kann ich mir im Prinzip meine Kiste nehmen. Ups, und die gegen den Computer hauen. Super. Oder gegen den Computertisch. Ja. Und das vielleicht nochmal so ein bisschen abheben, weil Shetland ist sehr fluffig und bleibt gerne einfach so an der Kade kleben. Ja. Noch ein bisschen abnehmen. Und dann auch hier neben, schwupp, neben die anderen. Das Knüppelchen hier gefällt mir nicht, das möchte ich weghaben. So. Und jetzt würde ich hier die Ecke noch ausfüllen, indem ich hier auch nochmal Lagen hinmache, die diese drei Lagen, die ich jetzt gerade hier hingelegt habe, quasi überlappen. Wir können gerne, ich kardiere einfach mal noch eine Lage. In der Zeit kann ich vielleicht noch Fragen beantworten. Kathleen schreibt, oh ja, ich glaube, ich verkrampfe mich da auch, bekomme aber eher Rückenschmerzen. Klar, das kann natürlich auch sein. Schulterschmerzen, Rückenschmerzen und so weiter. Ich gucke mal ganz kurz, ob was Gnomenhexe mir noch so geschickt hat. Claudia fragt, okay, Wolle einfach drauf und nicht alle Locken mit der Spitze in die gleiche Richtung. Nee, ich, also beim Kämmen ja, beim Kardieren kann man das natürlich machen, aber schlussendlich, jetzt mal gesetzt im Fall, ich versuche das nur einmal mit ganz wenig Fasern nachzuspielen. So, gesetzt im Fall, ich sortiere die alle so, dass die Spitzen in eine Richtung zeigen. Die Hälfte dieser Fasern hole ich ja dann auf die andere Kade. So. Und da zeigen die Spitzen jetzt nach da und die Wurzeln nach da. Hier ist es, ne, auch, also da, hier zeigen die Wurzeln quasi zum Griff und hier zeigen die Wurzeln nach außen hin. So, wenn ich das jetzt übertrage, ah, witzig, ja, dann zeigen sie wieder in die gleiche Richtung. Aber es muss, da muss ich halt auch drauf achten, stimmt. Hatte ich einen Knoten im Kopf. Aber da muss ich natürlich auch darauf achten, dass das wirklich immer gleich ist. So, das Ding beim Kardieren ist, dass natürlich ohnehin nicht alle Fasern später wirklich in eine gleiche Richtung zeigen. Wir gucken uns jetzt nochmal so ein Bett an, also so ein Mini-Bett, das ist ja kein ganzes Bett. Nicht in dem Sinne, in dem wir das verstehen. Eigentlich sind es einfach kardierte Fasern. So, und das, die zeigen ja nicht alle in eine Richtung. Ja. Und haben je nachdem auch Schlaufen. Von daher finde ich die Mühe, die man sich macht, ich könnte das natürlich auch so ausbreiten. Ja, kann man natürlich auch. Jetzt habe ich hier die Bänder so ein bisschen aufgezogen und lege jetzt einfach nochmal Schichten so rum rein. auch eine Möglichkeit. Also beim Kardieren finde ich, macht es auf jeden Fall nicht so viel Sinn, da jetzt die Locken zu sortieren, sondern die einfach von den Nadeln so ein bisschen aufziehen zu lassen. Also schon nicht einfach so drauflegen, ja? Sondern schon ja, gucken, dass sie so ein bisschen aufgezupft werden. Beim Kardiergerät würde ich sie mit der Hand aufzupfen, bevor ich sie reinfüttere. Ja? Das lasse ich hier einfach die Nadeln machen. Das heißt, da habe ich quasi gleich zwei Schritte in einem. Befüllen und aufzupfen. Und
Dann eine volle Karte. So, dann gucke ich nochmal. Doppelreigen, Wollkämm meinte ich natürlich. Ja, mit Kämmen sind natürlich nochmal eine andere Geschichte. Wenn ihr später Fragen noch zu Kämmen habt, dann können wir die gerne am Ende auch noch besprechen. Ich habe hier meinen ganzen Wagen mit Kämmen und Karten und allem stehen. Ich versuche nur zu lesen gerade noch, was Stefanie fragt. Wenn ich mir Fasern mischen möchte, 75% Shetland, 25% BFL und Rambouillet, würde ich immer so circa 20 Gramm Portionen in der entsprechenden Mischung machen und das dann kardieren. Ja, wenn du das mit dem Kardiergerät machst, dann würde ich mir 20 Gramm Portionen machen. Wenn du es mit Handkarten mischen möchtest, würde ich kleinere Portionen machen, weil auf Handkarten sollten eigentlich höchstens 5 Gramm oder so drauf. Mehr klappt in der Regel nicht besonders gut. Und dann, jetzt muss ich scrollen. Die Karden, Regina fragt, die Karden hier haben eine Benadelung von 72 ppi, also oder dpi, also Pins per Inch oder Dents per Inch oder Quadratinch. Das heißt, auf 2,5 mal 2,5 cm liegen 72 Nadeln. Für all diejenigen, die das nicht wissen, was eine Benadelung ist. Und die hier haben, glaube ich, 102, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann gäbe es zum Beispiel noch 120, sähe dann so aus. Also das um die 120. Ich vergesse mal, welche Zahlen das genau sind. Es sind immer gerade Zahlen. Und das können auch 74 sein. Ich vergesse das immer. So. Wechseln. Und dann wieder rum. Dann gucke ich mal, Knüppelchen in den Zinken, ist das, also Regula fragt, sie hat Knüppelchen quasi zwischen den Nadeln, meinst du wahrscheinlich, und ob das Ausschuss ist oder ob sie was falsch macht. Das, meistens liegt es an der Wolle, außer, also das heißt, das kann tatsächlich einfach Verschnitt sein, ganz kurze Fasern, die dazwischen waren, die vorher nicht aufgefallen sind. Und das bleibt dann natürlich häufig auch gerne hängen. Vor allem bei feineren Karten tatsächlich. und sammelt sich manchmal auch so ein bisschen praktisch hier oben an den Nadeln, wenn man das später, vor allem wenn man Rolex macht, dann sammelt sich das immer ganz gerne mal. Selten ist es, dass man was falsch macht, außer man kardiert zu lange, zu viel. Dann kann es natürlich auch sein, dass ich eigentlich gute Fasern zu häufig einfalte und zu viel einknote und dann bilden sich daraus Knötchen. Das kann natürlich auch sein. Die hier werden jetzt auch schon wieder fertig. Das ist so ein bisschen überschüssig, das tue ich mal weg. Ne, jetzt wieder die obere Schicht schön locker. Ich lege die jetzt gerade mal so mit der Hand in meine Kiste. Und dann die andere. Ich finde es leichter, das mit den Nadeln runterzuholen. Man kann natürlich auch mit der Hand hergehen und das Ganze runterholen. Ich finde es immer angenehmer, wirklich einfach mit den Nadeln reinzugehen und das Ganze runterzuholen, ohne es kaputt zu machen. Kostet auch ein bisschen Übung, aber hey. Das ist zum Beispiel auch etwas, mal gucken, ob ihr das, könnt ihr das erkennen, dass hier noch so ein Streifen ist mit Bögen. Das ist etwas, was nicht ungewöhnlich ist. Das kommt eben auch durch das Wechseln und dass die Schichten sich nicht immer unbedingt verbinden. Das ist quasi eine Schicht von vorher, ne? Und dann ist die andere quasi da drauf gekommen und selbst die hat quasi mehrere Schichten auch, ne? Also von daher, dass, wenn euch sowas passiert, das liegt auch nicht an euch. Aber genau das sind die Stellen, an denen es natürlich gerne eher zu Knötchen kommt, wenn man überkardiert, wenn man zu viel kardiert. Ne?
Was man auch noch machen kann, ist tatsächlich in diesem Szenario, die so stapeln, dass sich zum Beispiel nicht die Spitzen immer treffen, aber die Spitzenseiten dieser Mini-Beds. Vielleicht seht ihr das, dass das die Kanten sind. Ja, die sind so ein bisschen runder, die im Prinzip zum Schluss hier lagen, ja, und die ich jetzt abgenommen habe. Nee, doch, genau, hier lagen. Und hier gucken ja dann die Fasern raus und hier sind sie alle so ein bisschen eingefaltet. Und wenn ich jetzt quasi diese Spitzenseiten übereinander lege, verbinden die sich manchmal so ein bisschen besser. Und das ist ja das, was ich möchte, ja, dass ich mit der Zeit jetzt quasi wie so wirklich eine Fläche ergibt. Es wird nie komplett eine Fläche, aber es wird quasi optisch und auch vom Verhalten her eine Fläche. Vor allem dann, wenn ihr Fasern habt, die sehr gekräuselt sind, Fasern, die einfach so ein bisschen mehr aneinander haften. Je länger und glatter die Fasern sind, desto weniger funktioniert das, was wir hier machen. Ja? Aber ihr seht im Prinzip schon die Theorie. Wir füllen das Ganze so ein bisschen, ne, auf und stapeln das dann immer versetzt, so dass sich quasi eine Matte ergibt. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie das dann nach ein paar Wochen aussieht. Man sieht hier noch so ein bisschen diese Kanten, im Video sogar stärker, finde ich, als oder zumindest auf meinem Bildschirm sogar stärker als in Realität. Ich lasse das immer gerne eine Zeit lang liegen. Wenn ihr das ohne Kiste macht, man kann natürlich auch einen Pappkarton nehmen oder irgendwie sowas, wo man das unten reinlegt, aber es sollte halt nicht zu groß sein, weil es natürlich am Ende die Größe, das Bett hat quasi dann die Größe davon und es sollte ja schon noch handelbar sein und ich finde diese Größe ganz wunderbar. Und wenn ihr das ganz ohne irgendwas macht, dann versucht einfach wirklich quasi die Enden an den Seiten auch mit der Zeit immer so vielleicht so ein bisschen so zusammenzudrücken oder so. Weil das Schöne ist, wenn man das jetzt so eine Zeit lang in so einer Kiste hatte, ist, dass man, wenn man das dann irgendwann auskippt, wirklich im Prinzip ein Bett hat. Ja? Dass man jetzt so, und dafür habe ich mir jetzt extra einen Rocken hingelegt, auch ruhig noch so ein bisschen ausbreiten kann. Ja? So ein bisschen auseinanderziehen. Und ich könnte das jetzt einfach so auf meinen Schoß legen und von hier raus spinnen, ja, und ich hätte jetzt eine Matte. Oder aber, und für solche Spinner, oder Spinnerinnen, die gerne mit dem Rocken spinnen, kann das halt auch besonders interessant sein. Ich könnte das jetzt so auf meinen Rocken wickeln, eher für einen großen Rocken, also für einen Gürtelrocken, als jetzt wie hier für einen Handrocken, aber ich hatte den jetzt griffbereit und dachte mir deswegen, ich zeige euch das, wie ich das dann hier jetzt aufwickeln würde. Nicht zu fest, aber schon so ein bisschen. So, und jetzt komme ich, nicht, dass mein Band jetzt abgeht. Das ist nämlich nicht befestigt, das ist wirklich nur mit einer Schlaufe festgemacht, das Band. So am Anfang so ein paar Mal rum und dann schön locker, also nicht zu locker, aber auch nicht zu fest. Jetzt verschwindet hier der untere Teil, mein Griff. Wickeln wir das hier noch so ein bisschen drauf. Schwuppdiwupp. Und dann habe ich ein großes Bett, das ich jetzt unten noch befestigen könnte und das ich jetzt hier unten raus spinnen kann, was sehr cool ist. So, wir können noch ein bisschen weiter kadieren und Fragen beantworten, aber das wäre jetzt mein Handkadenbett auf dem Rocken. Yay, und das ist so schön fluffig, das wird sich toll spinnen. Das lege ich mal an Seite. Mach kurz mal die Kamera hoch und schau mal noch einmal eben in die Fragen. Oh, das ist eine super Frage, die gucke ich mir gleich an, aber ich habe, glaube ich, ein bisschen was verpasst, deswegen versuche ich mal so zeitstempelmäßig durchzugehen. Okay. Kathleen, kannst du bitte nochmal zeigen, wie man die gefüllt bekommt? Irgendwie habe ich den Eindruck, meine Karten sind gefüllt, aber deine Beds bzw. Rolex sehen grundsätzlich
viel dicker aus. Wie gesagt, ich packe eigentlich wirklich nur maximal 5 Gramm, eigentlich eher 4 auf meine Handkarten. Aber ich nehme jetzt einfach nochmal die Karte, guck hier, das war jetzt von 7.19 Uhr. Ui, das ist auch schon ein bisschen her. So, mit der Zeit kriegt man natürlich ein bisschen Gefühl dafür. Und jetzt darf man auch nicht vergessen, das Shetland ist eine sehr fluffige Faser. Das heißt, das sieht sehr schnell sehr puffig aus. Das möchte ich nicht. Wahrscheinlich hast du in der Zwischenzeit auch schon mal gesehen, wie die Karten nochmal befüllt aussehen. Aber wir sind ja zum Kardieren hier. Also machen wir das nochmal. Wenn ich merke, das zieht sich gar nicht auf, und hier habe ich tatsächlich, mal gucken, ob ihr das erkennen könnt, dass hier so eine richtig verklebte Stelle ist, die nicht aufgehen will, na, dann kommt das zur Seite. Mit so etwas halten wir uns nicht auf. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht noch verarbeitet wird oder ich mich dem später widme, aber nicht jetzt hier. Wahrscheinlich habe ich hier einfach gerade ein Stück. So ein bisschen, ja, manchmal sammeln sich solche Sachen so irgendwie. Naja, oder das Schaf hatte halt just an der Stelle irgendwie ein paar Kletten hängen und dadurch ist es so ein bisschen verklebt. So, ich glaube, das ist das Maximum, was ich drauf tun würde. Ja? Das heißt, die Nadeln dürfen wirklich bedeckt sein, aber wie gesagt, es kommt halt auch sehr auf die Wolle an. Manche sieht sehr viel puffiger aus, aber ich merke es eigentlich sehr schnell, wenn ich jetzt ein paar Mal drüber streiche. Auch hier wieder schön locker. Und ich den Eindruck habe, wow, mir kommt alles entgegen, dann ist es zu viel. Ja? Wenn ich es quasi so habe, dass ich die andere Karte zur Hälfte befüllt habe, sollte ja mal gucken, ob man das erkennen kann. Schlussendlich sollten halt quasi höchstens die Hälfte der Nadeln befüllt sein. Früher hat man gesagt, bis zu den Haken, bis zu dem Knick von den Haken. Heute sind die Knicke von den Haken weiter unten als früher bei den Karten. Also früher heißt so 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Von daher, so, und jetzt ist die andere natürlich, sieht natürlich voller aus, weil die Fasern hier jetzt ziemlich oben auffliegen vom Wegkardieren. Ne? Das heißt, aber dass in dem Moment, in dem ich die jetzt übertrage, ja, das auch nicht viel voller aussehen sollte als die, die zum Schluss jetzt rübergekommen sind, ne? Die dürfen halt so ein bisschen abheben, aber grundsätzlich sollte das nicht irgendwie großartig über die Nadeln drüber gehen. So, ich hoffe, das hilft ein bisschen bei der Einschätzung. Wenn man ganz sicher gehen will oder wenn man total unsicher ist und nicht so recht weiß, dann kann man natürlich auch anfangen, habt ihr gemerkt, da war zu viel Kraft gerade. Da bin ich jetzt in die Nadeln. Das passiert auch schnell, wenn nicht genug auf den Karten ist. Erstens mal, wenn die schon so gut durchkardiert sind, dass ich sonst nicht mehr an die Fasern drankomme. Oder aber auch, wenn einfach wirklich nicht genug drauf ist und ich damit überhaupt was rüberkommt. Mal gesetzt im Fall, wir tun das weg. Ja, die Hälfte ist jetzt quasi weg. So, ich habe nur so viel auf die Karte getan. Ja, wenn ich jetzt versuche, sanft drüber zu gehen, dann habe ich hier halt irgendwie nur ein paar Fasern. Sanft drüber gehen, hat Shanti gesagt, irgendwie nicht mehr, was mache ich falsch? Also versuche ich mit mehr Kraft an die Sache dran zu gehen, ja, damit ich die Fasern von da nach da bekomme. Aber das ist halt der falsche Ansatz. Dann lieber ein paar mehr Fasern draufpacken. So, Kathleen, Problem gelöst. Genau, das mit den Knicken hattest du im Kopf. Das ist aber auch echt unterschiedlich. Mal schauen, ob man das sehen kann. Das sind die Kromski-Karten. Bei denen ist der Knick tatsächlich in der Mitte. Und ich habe das auch eine Zeit lang immer gesagt, weil ich das halt auch so gelernt habe aus den Büchern. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Ashford-Knicke ziemlich weit unten sind. Und so wenig kriegt man halt, dann kann man halt wirklich nichts machen. Mal gucken, wir gucken jetzt mal bei den, die sind auch ziemlich in der Mitte. Die sind von Strauch.
Mal gucken. So, die sind halt auch, da ist der Knick im Prinzip auch in der Mitte. Und dann haben wir noch, was ist das? Da, und da ist er weiter oben, das sind die von Wollknäuel. Da ist der Knick relativ weit oben. Das ist ein bisschen über der Mitte. Ja, von daher, und es kommt natürlich auch nochmal auf die Feinheit an. Bei den ganz feinen Karten kriege ich nicht so viel drauf. So, jetzt muss ich ja irgendwie Ordnung schaffen gerade. Aber so viel dazu. So, noch mehr Fragen. Ihr seid voll aktiv. Das ist super cool. Könntest du ein fertiges Bett mal näher zeigen? Habe ich ja gerade. Ich hoffe, dass. Ich glaube, ich mache es mir zu schwer, das Bett gleichmäßig zu machen. Ja, es geht einfach nur darum, dass. Gerade durch den Druck, ja, wenn du das quasi so hochstapelst, ich zeige das hier jetzt nochmal, weil das andere habe ich ja gerade auf den Rocken gebunden. Gerade, dass du das hochstapelst und durch den Druck verbinden sich die Fasern halt auch so ein bisschen und geben wirklich eine Matte. Mit verbinden meine ich nicht filzen, sondern jetzt wirklich nur, ja, dass du dann mit der Zeit hast du einfach quasi eine Matte. Ob das jetzt dann an manchen Stellen, ja, so ein bisschen auseinanderfallen. Aber selbst wenn ich das hat jetzt nicht lange gelegen. Klar, hier, das ist die erste Lage, das fällt einfach auseinander. Aber hier bekommt man jetzt langsam schon so einen Eindruck von einem Bett. Und je dünner ihr die Lagen macht, desto besser. Ja, deswegen mache ich das halt auch so gerne, dass ich die einzelnen Lagen nebeneinander lege, statt dieses, ich zeige euch nochmal, was ich meine. Hin und her übertragen, also die hier rüber und die hier rüber, weil man dann, das war jetzt nur eine halbe Ladung, aber weil man dann grundsätzlich ein etwas dickeres Minibett hat und sich das Ganze dann nicht ganz so schön verbindet in dem großen Bett. So, jetzt habe ich mit meinem Glas voll an den Wagen geklimpert. Ich hoffe, das war nicht zu unangenehm für euch. Claudia sagt: Ach Menno, dann habe ich Horst schon unnötig die Löckchen separiert. Horst als wahrscheinlich auch ein Typer und so wahrscheinlich ein Tippfehler, aber egal. Den Crimp währenddessen bewundern ist auch immer schön. Absolut. Und das sind 72 ppi. Das ist gut zu wissen, also nicht 74, aber ich vergesse das morgen eh wieder. Aber trotzdem danke, Gnomenhexe. Okay, Stefanie sagt, danke, hab noch Probleme mit den Mengen Gramm. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass die Fasern sehr leicht sind. Ja, also wie gesagt, das ist auch von Faser zu Faser, muss man sich dann manchmal so ein bisschen rantasten. Ich habe auch schon Fasern gehabt, bei denen ich dann das Gefühl habe irgendwie, ich hätte eigentlich mehr draufgepackt als sonst, aber es ist dann doch irgendwie weniger oder so. Und ich muss dann einfach immer noch mal was nachlegen oder so. Ich mache euch noch mal hoch, während ich lese, dann guckt ihr nicht so. Dann habe ich das Gefühl, wir gucken uns an. Regina, ich sortiere mir meine Wolle nie vorher. Ich nehme es so, wie es kommt. Ist das ein Nachteil? Das kann ein Nachteil sein. Es kommt ein bisschen auf die Fliese an, die du hast. Gerade wenn du jetzt wirklich ein Rohwollvlies bekommst und es selber wäschst, dann macht es Sinn, es zumindest mal grob durchzugucken, weil du schon eine Menge Zeug loswerden kannst, was einfach später im Garn Knüppelchen geben würde oder beim Kardieren. Also sei es Verschnitt oder wirklich super verklebte Stellen. Es macht es dir auch einfacher vorzusortieren, weil du einfach später weniger Arbeit hast beim Zupfen und quasi du weniger Aufwand hast, das zu waschen, was du eventuell später eigentlich gar nicht kardieren kannst. Ne? Also das können halt auch nochmal 100 Gramm sein oder so. Ja? Von daher kann das schon Sinn machen. Rumi fragt, wann macht man besser Beds zum Spinnen und wann Rolex? Ich finde, es ist ein bisschen Geschmackssache. Ich mag besonders gerne Rolex, wenn ich im langen Auszug spinne, vor allem am Spinnrad. Und wenn ich die Zeit und die Muße habe, Rolex zu machen. Ich muss gleich zwei Sachen machen, nämlich das Kabel an meinen Computer anschließen, weil ich merke, ich habe sonst gleich keinen Strom mehr und noch was in den Ofen tun. Aber das sage ich gerade noch zu Ende.
Also, das heißt, Rolex lassen sich wunderbar schön im langen Auszug spinnen, Beds im Prinzip auch. Aber Beds würde ich tatsächlich eher am Spinnrad spinnen oder auf einem Rocken, wenn ich an der Handspindel bin. Weil so ein ganzes Bed wie das jetzt in der Hand halten an der Handspindel, finde ich es Quatsch. So, das heißt, Rolex sind an sich super für die Handspindel, wenn man dazu bereit ist, halt immer wieder so ein Röllchen neu in die Hand nehmen zu müssen. Ansonsten, ich finde es gerade am Spinnrad halt toll, weil man die so super ausziehen kann und weil ich die alle neben mir liegen haben kann. Ja, und dann so. So, aber was ich damit sagen will, ist wirklich Geschmackssache. Ich finde, Rolex können ein gleichmäßigeres Garn geben als ein Bed. Das kommt aber natürlich auch drauf an. Das heißt nicht unbedingt, dass Rolex immer ein gleichmäßiges Garn geben. Kommt halt auch arg auf die Wolle an. Ja, ja, ich glaube, das wäre so grob so die Unterscheidung, aber schlussendlich gibt es keine Regel, wann man was nimmt. Ich lasse euch noch den Chat zusperren. Schreibt ruhig noch Fragen. Ich schließe mal das Kabel am Computer an und lege noch was in den Ofen, damit der nicht ganz ausgeht. Und gucke dann, was da noch da ist. Glaube ich, ihr habt noch so eine Menge Fragen. Total cool. So, da bin ich schon wieder. Das ist bestimmt nette Hintergrundgeräusche dann, ne? Wenn man so hinter der Kamera hin und her läuft. Elke, gibt es einen Unterschied beim Kardieren mit geraden Kaden? Genau, das ist eine super coole Frage. So, wir gehen nochmal runter. Ihr habt gesehen, wie ich mit den Kaden kardiert habe. Die sind halt gebogen. Was ich an gebogenen Kaden mag, ist, sie machen diese Bewegung so ein bisschen einfacher. Ich muss weniger bewegen. Ja. So, jetzt machen wir das Ganze, schwuppdiwupp, auch einmal mit den Chromsky-Kaden, ohne alle Kaden irgendwie auf den Boden zu schmeißen, nach Möglichkeit. Haben hier ja schon so ein bisschen was Vorkardiertes. Wie gesagt, die sind jetzt auch dazu noch ein bisschen feiner. Das heißt, hier passe ich dann nochmal auf. Theoretisch ist die Fläche bei den Chromsky-Kaden ein bisschen größer als die von den Ashford-Kaden, aber die benadelte Fläche nicht. Ja, die sehen größer aus, aber der Teil, in dem die Nadeln sind, ist nicht größer. Das nur so als Info am Rande. Also man meint, da passt mehr drauf, aber man sollte nicht mehr drauf tun. So, da muss ich ein bisschen nachhelfen. Da klebt es wieder so ein bisschen. So. Da noch so ein bisschen. Also ich gucke, glaube ich, so beim Befüllen immer, dass ich quasi einfach wie noch so eine Schicht Fasern über den Nadeln habe. So, und jetzt kommt halt das Ding so, nicht den Bogen, den die Kaden machen. Ich muss aber trotzdem einen Bogen mit den Kaden selbst machen, ja, den die Kaden haben, so. Und das kann bedeuten, dass ich halt tatsächlich mein Handgelenk ein bisschen mehr bewegen muss oder ein bisschen bei der Position gucken muss. Was ich ganz gerne bei den flachen Kaden mache, ist, dass ich die untere auch ein bisschen mehr mitbewege. Ja, das heißt, dass zum Beispiel die jetzt dann so ein bisschen runtergeht, wenn ich von hier komme. Ja, ich fange quasi gerade an und tue die dann so ein bisschen runter. Da muss ich die nicht so weit hochholen. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar, was ich meine. Ja. Und jetzt in die andere Richtung, da bewege ich die untere dann halt auch so ein bisschen mit. Das ist wieder dieses Gegengleiche, ne? Statt sie zu tauschen, gehe ich gerade rüber und jetzt hole ich die untere ein bisschen hoch und die obere, die aktive, quasi runter. Ne? Jetzt wechseln wir einmal. Ich tue die Schicht nochmal rüber. Oh, da ist ein bisschen Grünzeug drin. Das holen wir jetzt raus. So, ich besitze einen Staubsauger. Ne? Das heißt,
Jetzt habe ich es genau falsch rum gemacht gerade. Ne? Ich halte jetzt einfach mal so ein bisschen weiter runter, dass sie ein bisschen mehr nach unten zeigt. Weil wenn ich sie so halten würde, wenn ich sie gerade halten würde, müsste ich halt sehr weit hoch, um quasi ja, so eine Schwungbewegung zu haben. Aber wenn ich die nur gerade benutze, so, passiert halt nicht viel. Ja, theoretisch, ich lege die nochmal da drauf. So, ich nehme jetzt gerade so die obersten mit, aber viel mehr halt auch nicht. Ja? Und es ist eigentlich leichter, wenn ich die so abhebe. Und das ist, finde ich, so ein bisschen der Unterschied. Das heißt, man muss so ein bisschen einfach gucken. Man kann auch gerade arbeiten, aber ich finde die Gefahr, dass man ineinander kommt, und das wird bei feineren Nadeln immer schwieriger, weil dann geht es auch gar nicht ineinander, ja, ist größer, dass man versucht zu kämmen und nicht zu streichen. Also man sollte streichen, drüber streichen. So, aber ich hoffe, das beantwortet die Frage. Urmel aus dem Ei sagt, wie viele Minibeds hast du übereinander gestapelt? Also wie viele Lagen? Ah, das ist eine fantastische Frage. Gut, dass du fragst. Ich habe bei dem Bett hier mit 5 Lagen gearbeitet. Ja, das heißt, ich muss kurz überlegen, aber ich hatte die erste so, 2, 3, 4, 5, ja. Und das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie, was für Behälter man hat, wie dick man das machen will. Ich finde, es sollte auch nicht so viel dicker sein als das hier. Und man könnte jetzt versuchen, das auszurechnen. Ich habe das Bett tatsächlich nicht gewogen, können wir gerne gleich mal machen. Aber das heißt, hier habe ich im Prinzip jetzt schon die Hälfte von einem Bett. Das geht also auch eigentlich relativ schnell, wenn man so, wenn die Wolle gut sortiert ist und man eben, effizient kadiert im Prinzip, dann hat man eigentlich auch schnell so ein Bett gemacht. Das hier wäre jetzt, glaube ich, auch schon wieder so gut wie fertig. Ich hätte jetzt hier noch so ein paar Knötchen, die ich gerne noch raus hätte. Das heißt auch hier wieder sanft, sanft. Noch einmal. Es geht ja, woran man halt denken muss, finde ich, beim Handkadieren, ist, dass man nicht immer nur eine Lage kadiert. Also das heißt, ich könnte ja jetzt das hier rüber, das kadieren, und wenn ich das jetzt wieder hier rüber mache, kadiere ich wieder die gleichen Fasern wie gerade eben. Ja, das heißt so, und dann mache ich sie wieder hier rüber und kadiere wieder die gleichen Fasern. Und man muss halt einfach gucken, dass man die jetzt hier unten liegen, auch mal quasi locker legt, sodass die auch kadiert werden. Und das natürlich im besten Fall im gleichen Maße. So. Ja. Aber ich könnte mir halt schon gut vorstellen, dass das Bett da so 40, 50 Gramm hat. Kathleen, danke, Problem gelöst. Genau das mit dem Knicken hatte ich irgendwie im Kopf. Ach so, das hatte ich gerade eben schon gelesen. Anja, ich habe ein Kadiergerät. Gibt es irgendeine Anwendung, für die es sinnvoll bzw. unerlässlich wäre, Handkaden zu besorgen? Kennt ihr das, wenn man die Zeile verloren hat, wie wenn man ein Buch liest? Oh. Nein, nein, außer, nee, aber unerlässlich auch nicht. Nee, wenn du ein Kadiergerät hast und damit glücklich bist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich finde Handkarten praktisch, weil einfach auch, weil sie mobiler sind und ich sie mitnehmen kann und ich auch mal irgendwie kleine Mengen so quasi vorkadieren kann. Ich finde es super praktisch, wenn man überhaupt mit kleinen Mengen arbeiten möchte. Das heißt, zum Beispiel auch für Farbverläufe, wenn ich jetzt irgendwie 100 Gramm hiervon habe und 100 Gramm davon und einen Farbverlauf machen möchte, also 100 Gramm von der Farbe und 100 Gramm von der Farbe und einen Farbverlauf machen möchte und vielleicht 10 Stufen oder so, dann hat jede einzelne Stufe natürlich
nur irgendwie 10 Gramm oder so. Und dann kann es Sinn machen, das eher mit Handkarren zu machen, als mit dem Kadiergerät. Aber ich glaube, dass aber man könnte es trotzdem auch auf dem Kadier. Aber wenn man in kleinen Mengen, wenn man viel mit Pröbchen arbeiten möchte, wenn man ausprobieren möchte, unterschiedliche Fasern zu mischen, können Handkarren praktisch sein, sind aber auch immer noch kein Muss. Wahrscheinlich ist es auch Geschmackssache am Ende. So, bestimmt. Liebe Gnomex, ich danke dir vielmals, weil ich komme im Chat überhaupt nicht mit. Und von daher, ich lese jetzt nur, was Gnomex mir geschickt hat von den Fragen, die ihr gestellt habt. Ich sage dann aber auch gleich nochmal, wenn quasi nochmal vielleicht Zeit ist, dass ihr im Chat noch Fragen stellen könnt oder so. Ansonsten gehe ich davon aus, dass es euch da gut geht. Ich kriege mit, was ihr schreibt und dass ihr da Spaß habt. manchmal wird es ja auch echt lustig im Chat. Von daher hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Doro fragt, mit dem Blending Board kadieren ist wohl eher schlecht oder nicht möglich. Ein Blending Board, das ist natürlich das Einzige, was jetzt nicht in meinem Wagen ist, einfach weil es nicht da reinpasst. Hier ist mein Kadierwagen, mein neuer, alter Kadierwagen, also er ist gebraucht. Und ich habe hier meine Kämme, ich habe hier meine Handkarten, ich habe da unten einen Häkel und dieses und sowas. Aber das Blending Board hat da drin keinen Platz gefunden. aber ein Blending Board ist wunderbar, um Rolex zu machen und die zu malen aus unterschiedlichen Farben und Fasern. Aber um das zu machen, was wir jetzt gerade mit Handkarten gemacht haben, nämlich wirklich Rohwolle zu kadieren, nicht wirklich. Ja? Also theoretisch kann man die Fasern einmal aufbringen und quasi dabei aufziehen, so wie das beim Befüllen der Handkarten. Und wieder runterholen und wieder aufbringen und wieder runterholen, aber weil nur dadurch werden die Fasern wirklich kadiert in dem Sinne, ja, gestrichen. Ja, das ist mit einem Blending Board so eine semi-praktische, nette Aufgabe. Urmel aus dem Ei, ich finde den Namen so cool. Kann man das große Bett auch ohne Rocken zusammenrollen? Ich habe keinen Rocken. Ja, sicher. Also, ob ihr das jetzt... Mal gucken, das wird jetzt natürlich, nachdem ich es hier drauf getan habe, wahrscheinlich so ein bisschen auseinanderfallen. Man muss es ja auch gar nicht unbedingt zusammenrollen. Also, und von wegen Rocken, also erstens, das ist ja sowieso Geschmackssache, ob man jetzt gerne von einem Rocken spinnt oder nicht. Ja, alleine da unten habe ich es jetzt natürlich so ein bisschen geknüttelt. So, mal gucken, es wird jetzt nicht mehr so schön sein wie vorher, wenn man es einmal aufgerollt hat. Wir versuchen das jetzt trotzdem einmal nochmal runterzuholen. Schwupp. Und so eingerollt, wie ich es jetzt hier habe, kann ich es natürlich auch wunderbar spinnen. Ich könnte jetzt auch so irgendwie versuchen, das nochmal so ein bisschen zu strecken. Da sieht man schon, wie zusammenhängend das jetzt ist. Ne? Und das kann auch manchmal nette Farbeffekte geben, wenn man, das ist jetzt das erste Mal, dass ich die Idee habe, unterschiedliche Farbmischungen mit den Handkarten zu machen und die dann so zu stapeln und daraus ein Bett zu haben. Aber gut, das sei dahingestellt. Ja. Das Bett kann ich jetzt natürlich auch wunderbar von hier aus quasi spinnen. Man muss es auch, wie gesagt, nicht unbedingt auseinanderrollen. Ne? Klar, das kann sein, dass man dann solche Stellen hat wie hier. Aber das ist, glaube ich, auch dadurch, dass ich das jetzt gerade so ein bisschen sehr weit auseinandergezogen habe, als ich das auf den Rocken getan habe, weil das gehört nun mal dazu, wenn man es auf den Rocken tut, dass man das Ganze so ein bisschen ausbreitet. Ne? Ich könnte das auch genauso einfalten, wie Beds sonst so eingefaltet werden. Das heißt, einmal zur Mitte, dann nochmal zur Mitte und dann so, um es einzubinden. Ne? Dann hat man immer diese schöne... Kante, diese eingefaltete Kante an der Seite. Aber man kann im Bett auch einfach so vom Schoß aus spinnen, dass man hier so hin und her spinnt. Und das hier sind auch so kürzere Fasern. Das ist jetzt bei dem Bett nicht so schlimm. Ich kann es auch einfach einmal einfalten, damit ich es handlicher habe. Ne? Also bei einem Bett, da gibt es viele Möglichkeiten. Bei einem kadiertem Bett würde ich auch hergehen und sagen,
Wenn man mag, kann man auch einzelne Streifen machen. Aber das macht hier natürlich insofern keinen Sinn, als ich, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich das ja gemacht, um ein großes Bett zu haben, aus welchem Grund auch immer. Wenn ich wirklich einfach nur dünne Streifen haben wollte, dann könnte ich ja auch die Streifen nehmen, ne? Dann geht ja auch. Es kommt halt einfach darauf an, was man will. Also, so viele Fragen heute. Ihr seid so lebendig. Das ist voll cool. Urmel aus. Achso, nee, hatte ich gerade. Ah doch, aber da ist noch eine Frage von Urmel aus dem All. Kann man Rolex auch zusammenfassen, dass man einen langen Rolex bekommt? Nicht wirklich. Nee, Rolex sollte man hintereinander wegspinnen. Damit man nicht immer wieder einen neuen nehmen muss. Bin Neuling und habe keine Ahnung. Nee, ist ja kein Problem. Ich meine, Rolex sind ja im Prinzip das hier nur vorher fest eingerollt. Ich habe jetzt keine Rolex in der Nähe. Wir könnten einen machen, aber uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Und nee, Rolex sind für sich. Das wirklich so aneinander binden oder so kann man die nicht. Trübeli, ich sortiere meine Fliese immer vor. Ich hatte schon mal ein Shetland-Fließ, was sehr unterschiedlich von der Qualität der Fasern war. Die habe ich dann getrennt. Ja, das kann durchaus Sinn machen bei einem Shetland-Fließ. Ich hatte es bei dem hier auch so ein bisschen überlegt und habe es dann nicht gemacht. Gerade bei Shetties sieht man häufig krasse Unterschiede zwischen der Nackenwolle und der Wolle auf dem Rücken und der Wolle der Seiten. Das ist viel so bei ursprünglichen Rassen, aber eigentlich ist es bei allen Schafen. So. Nackenwolle ist immer die feinste. Daraus werden die Lace-Tücher gemacht. Wurden. Werden. Wie auch immer. Gabi, macht es Sinn, wenn man viele Knötchen in Merino-Wolle hat, die 102er-Benadelung zu verwenden? Sowas wie Merino-Wolle kann ohnehin Sinn machen, aber das fängt schon bei Shetland an. Auch einfach, wenn man zum Beispiel mehrere Kantkarten hat, tatsächlich sich durchzuarbeiten. Das heißt, einmal grob mit den 72er Nadeln zu kadieren und dann nochmal mit den feineren und zu hoffen, dass einfach so viele Knötchen wie möglich rauskommen. Wenn du nicht noch ein paar Handkarten anschaffen möchtest, dann wäre mein Tipp, so mal gucken, ob ich sie auch hier drin habe. Ich habe eigentlich immer eine Pinzette in der Nähe. So eine längere Pinzette, die ist aber wahrscheinlich jetzt einfach. Ich bin gerade erst umgezogen. Naja, gut, es sind jetzt 3 Wochen, aber hey. Und da versuche ich, also wenn ich merke, ich habe ein Vlies, wo ich habe einfach diese Knötchen da drin und das merkt man ja dann auch, wenn man das ist das Schöne bei Handkarten, da merkt man es dann quasi nach ein, zwei Mal, ne? Also wenn ich ein, zwei so Matten habe. Und mir die jetzt, vielleicht sieht man das auch so schon, wenn ich mir die so ein bisschen gegen das Licht angucke, dann sehe ich schon, ah, okay, da sind eine Menge Knötchen drin. So, wenn ich das weiß, dann hole ich mir diese Pinzette und dann versuche ich tatsächlich beim Kadieren, wenn ich die Muße habe und wenn es mir wichtig ist, je nachdem, was ich daraus spinnen will, so viele Knötchen wie möglich rauszuholen. Weil wenn das noch auf den Nadeln ist, dann funktioniert das ganz gut. Ja, wenn ich dann eins sehe, dann gehe ich einfach mit der Pinzette rein, hole das Knötchen raus, lege die Pinzette, die liegt dann halt hier irgendwie an der Seite und kadiere weiter, sehe noch ein Knötchen. Wenn es natürlich so viel ist, dass ich nur noch am Picken bin, dann sollte man sich oder sollte ich mir vielleicht Gedanken darüber machen, ob ich vielleicht einfach mit den Knötchen lebe. Das sei dahingestellt. Okay. So, Merino-Wolle, da waren wir gerade. Kathleen. Ha, jetzt lässt sich das wirklich leicht streichen. Danke, schön, das freut mich. Ich freue mich immer, wenn ich es schaffe, Spinnerinnen und Spinner dazu zu bekommen, leichter mit Handkarten zu kadieren. Jeder quasi konvertiert ist ein Gewinn für mich. Regina. Was war das letzte Strickprojekt von dir, Shanti? Mein Hochzeitstuch. Das ist aber nicht mehr hier, weil die Hochzeit war letzte Woche. Also nicht mein Hochzeitstuch, sondern das Hochzeitstuch für Faser und Stoff. Herzlichen Glückwunsch, falls du da bist. Was ich nicht glaube, die hat heute Abend noch ein Video rausgehauen.
Voll Konkurrenz hier. aber kein Livestream, sondern normales Video. Muss ich mir auch noch angucken. Ging um Negern aus Wolle. Genau, das Hochzeitstuch ist ausgezogen. Und jetzt stricke ich gerade noch ein Relationship-Tuch. Wo ist da? Das ist das erste. Und jetzt, während die Teststricker jetzt dran sind, habe ich auch noch eins angefangen aus Single-Garn. Aber das habe ich im Wohnzimmer liegen. Regina, ich hätte gerne mal gewusst, wie dünn ich spinnen muss, um einen schönen Stoff zu weben. Das wäre ein Thema für ein anderes Mal. Gibt es eigentlich ein offizielles Tragefoto von dem Hochzeitstuch? Ob es ein offizielles gibt, weiß ich nicht. Also ich habe Fotos, Tragefotos, aber ich habe sie nicht geteilt, weil Melanie ja mit ihrem Göttergarten da drauf ist und müsste ich eigentlich mal fragen, ob ich die posten darf. Oder eins davon. So, das war alles, was ich von Gnomex habe. Zumindest zeigt mir das mein Handy an. Gnomehexer hat auch gerade geteilt, was ein Häkel ist, weil ich das eben den erwähnt habe. Das ist sehr cool. Und Esther fragt nach einem Link zu einem Blending Board. Vielleicht findet Gnomehexe da auch noch ein. Nadia sagte, ich konvertiere dann mal. Sehr schön. Ich wünsche dir dabei sehr viel Freude. Sag Bescheid, wenn du Unterstützung brauchst. Dann sehen wir uns vielleicht nochmal über Zoom oder so. Ach so, und Gnome Hexe hatte wohl schon. Ach genau, Videos gepostet, die Video über Reviews vom Blending Board. Da gibt es. Mittlerweile gibt es auch ein Blending Board von Ashford. Das gab es damals, glaube ich, noch nicht, zumindest nicht hier, als ich das Video gemacht habe, diese Review. Und da waren die überhaupt erst im Kommen. Da fing es überhaupt erst an, dass es die gab. Es gab früher tatsächlich auch mal, also lange, 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 100 Jahre länger, bevor es Blending Boards gab. Gab es auch eine Art Kadierbrett tatsächlich? Das war eine etwas größere Karte, die dann quasi fest auf einem Tisch war und mit einer anderen Karte bearbeitet wurde. Ja? Das heißt, die eine Karte war quasi fest und man saß davor und hat damit kadiert und das dann quasi zurückübertragen, na, wahrscheinlich dann eher andersrum und dann wieder kadiert. Ne? Gab es auch, aber ja. Aber das kenne ich nur von Bildern und ich glaube, da brauchte man dann schon die richtige Technik und riesig durfte das auch nicht sein und die Karte musste dann natürlich von der Größe her dazu passen. Ja. Dani fragt noch, was ist für Hundewoller besser? Rolex oder Beds? Ich finde Rolex. Aber da könnt ihr ja vielleicht, haben ja auch andere, die im Chat dabei sind, schon mal mit Hundewolle gearbeitet oder Hundefasern gearbeitet. Und haben da eine Meinung zu. Ich finde als Rolex, wenn man die Zeit hat, die mit Handkarten zu kadieren, und da darf das ruhig so fein werden wie das. Das waren, wie gesagt, 120, 122, 124, irgendwie sowas. Die gibt es selten, aber die heißen auch nicht ohne Grund Baumwoll- und Fellkarten. Also auf Englisch sind es Cotton and Fur. Cards, Handcards. Ich weiß nicht genau, doch, aber ich meine Cards, sagen die einfach. So, und weil die eben für Tierhaare und Baumwolle gedacht sind. Und damit kann man tatsächlich toll Hundewolle kadieren und dann schöne, feine Rolex draus machen. Und die lassen sich dann ganz wunderbar spinnen, finde ich persönlich. Wenn ich Auftragsarbeiten mache, habe ich häufig nicht die Zeit, die alle mit Handkarten zu kadieren und deswegen kadiere ich sie dann am Kadiergerät und mache Beds da draus. Auch wenn ich, wie gesagt, finde, also Beds, also, oh nee, also wenn man nicht muss, dann würde ich es nicht machen. So, Iris sagt, sie muss sich verabschieden. Ich auch gleich. Habt du auch noch einen schönen Abend? Melanie bekommt ganz viele Glückwünsche, glaube ich. Das ist schön.
im Chat für zur Hochzeit. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie online ist. Wenn doch, dann kann sie sich ja noch mal kurz melden. So, ein herzliches Dankeschön auch von meiner Seite an euch alle, dass ihr heute Abend dabei wart. Es hat wieder Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ganz viele eure Fragen beantworten. Ich hoffe, ihr habt Bock, jetzt auch so richtig kuschelige, große Handkartenbeds zu machen. Wie gesagt, man muss halt sich einfach wirklich überlegen, was man will. Und manchmal macht es halt vielleicht Sinn, ein Bett zu haben. Vielleicht eben, wie gesagt, für Farbeffekte oder weil man mit einem Rocken spinnen möchte und das da drauf binden möchte. Oder weil man es toll findet, einfach so ein großes, schönes Riesenbett auf dem Schoß liegen zu haben und das einfach so frei weg zu spinnen an einem Stück, anstatt eben ja, so Rolex oder so. Das können halt so die Beweggründe sein. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn man kein Kadiergerät hat, trotzdem ein großes Bett zu machen. Und das gesagt, wünsche ich euch allen noch einen wunderbaren Abend. Nicht ohne mich natürlich nochmal bei Gnomenhexe für ihre Unterstützung zu bedanken. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Bei all meinen Mitgliedern, sei es Anwesenden, ich weiß genau, ich habe welche gesehen, als auch bei Nicht-Anwesenden einfach grundsätzlich für ihre Unterstützung, weil sie meine Arbeit, meine Content-Arbeit, die Produktion von Inhalten und Videos und Projekten für euch finanzieren. Und das finde ich großartig. Und nachdem ich mich bei denen auch bedankt habe, wünsche ich euch viel Spaß bei euren Spinnereien, bei allem, was ihr tut, beim Kadieren, beim Weben, beim Stricken, dass ihr Freude habt an dem, was ihr tut, das ist die Hauptsache, dass euch nie die Wolle und nie die Inspirationen ausgehen. Und noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr Lust habt. Gibt es Freitagabends wieder einen Livestream. Es geht um Zwirnarmbänder, meine ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.